können Sie langsam vergessen. Und ich denke, Astrophysiker, die die sehr, ich brauche nicht nur in Frage stellen, also die die regelrecht versuchen zu bekämpfen, sind eben auch so sehr alleine. Da ist eigentlich Raum und Zeit entstanden. Nur machen Sie mal Raum und Zeit um ein lebendes System. Und wir als lebende Systeme synchronisieren uns mit unserer Umgebung. Das ist nämlich der Begriff der Umgebung. Die Japaner, der Imanishi, hat das sehr wohl verstanden. Und dadurch kommt unser Zeitverständnis herein. Und die biologischen Prozesse sind alle mehrzeitig. Da finden Sie keine zentrale Uhr, wie man behandelt. Das hat ein Neurochirurg, der leider verstorben ist, sehr schön in einem kleinen Büchlein über das Gehirn beschrieben, wo er den Begriff der Hierarchie da nicht verwendet. Ich habe da mit ihm telefoniert, hat er mir zugegeben, das sei wohl richtig. So, also möchte ich Ihnen das an einem kleinen Beispiel machen, damit Sie noch vorführen, damit Sie nun nicht meinen, der Bilder habe nur dreiwertige Logik gemacht, machen wir das mal hier bei der Ich-US-Beziehung. Also wenn lebende Systeme, das, da unterscheiden sich die Japaner, der immer nicht genau, für die ist immer die Kooperation das Wichtige. In unserer Evolutionstheorie spielt immer der Wettbewerb, Kompetition, also eine wesentliche Rolle. Wenn man den Biologen sagt, da muss auch Kooperation sein, dann sagen die, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und dann bleibt das ein Märchen. Ich bin auch gar nicht auf den völlig verrücktesten Begriff eingegangen, dass die Evolution durch Zufall entstanden ist. Ja, da fallen mir ja schon gleich die Haare aus, die letzten. Ja, das ist so blöd, da kann man gar nicht begreifen. Dass, meine, Sie können da nie eine Mathematik draus machen, weil das geht schon gar nicht. Nee, der Zufall auf Mathematik, das Zufallsprinzip setzt ja immer ein Maß voraus. Das müssen Sie ja geben. Nee, das können Sie nicht von Wahrscheinlichkeit machen. Und da gibt es die evolutionären Algorithmen, da müssen Sie immer eine Zielfunktion angeben, sonst kommt da nie was Gescheites bei heraus. Die Evolutionsbiologen kämpfen aber vehement gegen die Kreationisten, das sind die, die an Gott glauben und die Schöpfung auf 5000 Jahren legen, das ist ein Extremum. Und sie schimpfen vor allen Dingen gegen die versteckten Kreationisten, das sind ja ganz raffinierte Leute, das ist der Intelligent Design. Aber in ihren Lehrbüchern kommen als Beispiel für die Evolutionstheorie evolutionäre Algorithmen vor. Und wer bitte sehr setzt denn die Zielfunktion? Natürlich der Programmierer. Und damit habe ich den Intelligent Design drin. Das Buch von Kutschera, Ulrich Kutschera, hätte das Beispiel evolutionäre Algorithmen. Man fasst es da gar nicht. Dann wissen Sie auch nicht, dass die gesamte abendländische Philosophie, das hat jetzt mit Ihnen auch was zu tun, kein Du kennt. Es gibt natürlich das Du. Denken Sie an Martin Buber, den kennt sogar jeder. Da wird dann auch nur Gott eingeführt. Da gibt es simple Gleichung. Ohne du kann ich. Das kann fast noch jeder nachvollziehen. Ich glaube, das wird Ihnen auch sofort verstehen. Aber die zweite Teil der Gleichung ist interessant. Ohne Gott kein du. Und das hat herausgearbeitet ein Dachmir von Kulberg. Das ist ein schwedischer Theologe gewesen. Bischof von Schweden, protestantischer Theologe. Das ist ein Buch, das ist eine Promotion, das die Wirklichkeit hervorragend ausgearbeitet hat. Das kann man vor allem lesen, weil es nicht in diesem philosophischen, ja, ich würde sagen, Vorderwelt geschrieben ist, in Anführungszeichen, wo man halt immer die Schwierigkeiten hat. Also der macht nämlich auch Husserl. Der geht auf Husserl ein, aber erklärt, was der meint. Da kommt das Du halt bei Husserl im Extramundanum vor. Und bei Kulberg natürlich, der führt Gott ein, ist ja klar, ist ja Bischof. Aber er stellt das Problem wenigstens mal richtig dar. Das liegt daran, dass natürlich wieder eine zweiwertige Allein-Entscheidung getroffen wird. Subjekt, Objekt. Das Du ist überhaupt zwei. Überhaupt, ja, was ist denn ein Objekt oder ein Subjekt? Und da geht es dann schon los. Und das Es kommt überhaupt nicht vor. Die rein objektive Welt, also die Steine und was es gibt. Und da hat Luther mit aufgeräumt. Und komischerweise, das hat er nicht mehr gelesen. Das ist also die Grundriss, erstes Kapitel. Da zeigt Günther, das sollte ja der objektive Bereich darstellen, das soll den Ich-Bereich und das ist das Du. So, und das Es spielt natürlich für das Ich eine Rolle. Also ganze kognitiven Prozesse, wenn wir eine Umgebung haben, müssen wir die Umgebung ja auch in uns haben. Das ist ja der Witz. Denn dass ein Lebenssystem eine Umgebung hat, bedeutet nichts anderes, dass jedes Lebewesen ein kognitiv-volitives System hat. Über kognitiv-volitive Fähigkeiten verfügt.
Da unterscheidet sich übrigens Günther von den Second-Order-Leuten, Maturana und von Förster, die die Evolution gar nicht sehen. Das liegt möglicherweise daran, dass die natürlich an Pflanzen gedacht haben und gemeint haben, die hätten keine volitiven Fähigkeiten, das ist aber Unsinn. Die haben die auch, die müssen die sogar haben, denn das kann man sich an der Polykontextualitätstheorie klar machen. Günther hat dann so das bildet immer das Dreieck und daraus schließen nun die Leute, da haben wir eine dreiwertige Logik entwickelt, das ist möglich, das ist falsch. Man kann eine dreiwertige Logik, man nennt sie Ortswertlogik da, da denken Sie an die drei Konjunkturen, das sind ja Orte, logische Orte, die muss immer vierwertig sein, das betont er, das ist eine eigene Arbeit von ihm drüber. Aber man kann natürlich das Problem, muss man peu à peu erklären. Und hier der Reflexionsprozess, das ist Subjekt-Subjekt, das Subjekt-Subjekt, das Subjekt-Objekt, das Objekt, das führt er ein und daraus haben Sie dann Fundierungsrelationen für Ich, Du und Es. Das möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil es mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Und wenn das mal jetzt umbrechen mit den Zahlen 1, 2 und 3, 1, 2 und 3, S1, S2, S3, das sind diese Prozesse, Seinsidentität, Reflexionsidentität, das ist Hegel, der Günther kommt von Hegel her. Dann können Sie das hier umbrechen auf unsere Ebene, auf unser Bild, was ich eben gezeigt habe, mit den drei Kontexturen. Das Ganze nennt eine Proemial-Relation. Das ist nämlich die kleinstmögliche Einheit. Deswegen kommt die immer vor, die möglich ist. Und für die Dialektiker, hier wird das ein Thema, etwas thematisiert. Hier wird das Gegenteil, die Negation thematisiert. Und hier ist die Vermittlung, die thematisiert wird zwischen der Affirmation und der Negation. Das ist das ganz klassische These, Antithese, Synthese, Geschichte, das ja sehr primitiv ist im Grunde genommen, was hier abläuft letztendlich. Und wenn man es hegelisch sieht, das ist Reflexion in anderes, S1, da hat er die zwei Werte, zwei Werte, das ist ein klassisch logisches System, hier gelten alle Regeln der Logik hier auch, der klassischen hier auch. So, und dann habe ich Ihnen mal damit einen Eindruck kriegen, wie das aussieht mit diesen einfachen Zahlen. Hier die drei Logiksysteme hingemalt. Und dann sehen Sie, Vermittlungen sind hier, hier und hier. Das ist S1, S2, S3. Da sind vermittelt. An der Stelle muss das so sein, sonst ist die Vermittlung weg. Ja? Ja, Herr Kollege, können Sie mir mal helfen? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich gucke mir das Thema an. Ja, richtig. Und dann frage jetzt, ich, was gelingt es zusammen? Ich will versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Sie auf der also wenn wir klassisch machen, haben wir ja nur eine Kontextur. Die ganze Naturwissenschaft basiert auf einer Kontextur. Ja? So, und jetzt habe ich das vorhergehende Bild weg, jetzt hole ich das nochmal rein. So, dann nehme ich das hier. Eine Kontextur können Sie darstellen mit einem Computer, eine Turing-Maschine. Sie wissen, den Computer können Sie abbilden auf einem Band. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie alles, was im Computer abläuft, durch eine Reihe von solchen Anweisungen machen, die Sie unterschreiben können, eine Liste, eine Folge von Listen. Und Sie sehen, das ist ganz sequenziell, was da abläuft. Sonst können Sie so eine Liste nicht schreiben. Ein Befehl nach dem anderen. Das Band läuft immer hin und her. Alles, was Sie machen, das hängt von der Programmiersprache nicht ab. Ne? Selbst wenn Sie heute meinen, Sie können parallele Turing-Maschinen machen, lesen Sie in jedem ordentlichen Lehrbuch, dass Sie die immer abbilden können auf eine Turing-Maschine. Ja? Und was heißt das? Das heißt, dass wir Prozesse beschreiben, die immer sequenziell darstellbar sind. Ja? So. Und unter diesem Aspekt läuft die Evolution, die ganze Biologie heute ab. Denn Leben ist natürlich ein Prozess, das sind wir uns sicher einig. Es gibt einen Haufen Definitionen von Leben, wo er da gut, dass Sie das gesagt haben eben. Wo ist das denn jetzt alles? Definition von Leben. Können wir heute früh im Hotel noch was gut so? Also, das finden Sie, wenn Sie nachgucken. Das hat einen Stoffwechsel, Wachstum, Bewegung, Vermehrung, Reizbarkeit. Das können Sie alles mit einem Computer machen, mit einem Roboter. Sie können das alles mit einem Roboter beibringen. Geben Sie mir da recht?